Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin wieder unterwegs. Die Sonne scheint wieder, ist wieder mein Wetter, das ist wieder wunderbar. Meine Tochter habe ich jetzt gerade in die Schule gebracht. Wir haben es jetzt 8 Uhr. Heute ist Mittwoch, der Tag vom Feiertag. Und dann will ich die Gunst der Stunde nutzen und eine kleine Runde fahren in die Richtung da. Wird ein bisschen hügelig heute, aber das wollte ich ja. Ja, wenn ihr Bock habt, kommt da mit. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Für mich geht es weiter Richtung Bad Lippspringe. Und hier werde ich jetzt erstmal meine Jacke wieder anziehen, weil irgendwie durch den Wald ist es doch ganz schön frisch noch. Ja, und außerdem möchte ich mich jetzt schon mal für die eventuell verwackelten Bilder entschuldigen. Ich habe die GoPro hab ich hier eingeschickt, habe jetzt vorgestern Bescheid gekriegt, dass die angekommen ist. Vielleicht bin ich mal gespannt, wie es da aussieht. Jetzt habe ich heute die Lumix mit, aber die macht ja auch gut. Ja, ich glaube, ich habe noch gar nicht erzählt, wo ich heute hin will. Ja, erstmal geht es Richtung Bad Lippspringe und dann in Teutoburger Wald rein. Und dann möchte ich gerne, also preußischen Fellmerstod wollte ich herfahren. Also da kommen ein paar, rechts rum muss ich, da kommen ein paar Höhenmeter zusammen heute. Ich hoffe, das packe ich. Ich habe die ganze Woche flach gelegen mit einer Erkältung. Man hört es vielleicht noch ein bisschen, aber irgendwie kriege ich das nicht. Wenn nicht, dann rolle ich halt zurück. Aber erstmal das schöne Wetter jetzt genießen. Herrlich. Jetzt bin ich in Marienloh angekommen. Wenn ich da jetzt ein paar Sekunden durch bin, geht es weiter Richtung Bad Lippspringe. Und ich habe mir in den ganzen letzten Videos angeguckt. Ich muss mir das mal abgewöhnen, am Anfang immer Ja zu sagen. Das ist ja furchtbar. Aber ja, das ist gar nicht so einfach. Aber ich gebe mir heute mal richtig Mühe. Der nächste Schilderwald. Ja, einige Strecken davon bin ich ja auch schon gefahren. Aber heute nicht. Heute geht es in eine andere Richtung. Aber gerade war eine lustige Szene. Ich drehe mich mal eben um. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da hinten sind Ziegen. Wo ich gerade hergefahren bin, sind die wenigstens 200 Meter hinter mir hergaloppiert. Das war schon lustig. Richtung Bad Lippspringe fahre ich jetzt ein Stück auf dem alten Bahnradweg, soweit ich informiert bin. Bad Lippspringe. Bad Lippspringe ist jetzt auch schon wieder Geschichte, jetzt geht es weiter Richtung Schlangen, 1,5 Kilometer. Wenn ich jetzt gleich hier aus dem Großstadttrubel raus bin, würde ich gerne mal eine Bank finden, wo ich eine kleine Pause machen kann. Da habe ich nämlich schon, ja, wie immer, eigentlich noch nichts gefrühstückt heute. Ich habe mir vorhin ein paar Brötchen beim Bäcker geholt, Kaffee habe ich von zu Hause mitgenommen. Ja, da bin ich jetzt auf der Mission. Aber vor den Hügeln muss ich jetzt unbedingt noch eine Bank finden, dass ich mich stärken kann, sonst komme ich da nicht hoch. Ob das aber was wird mit dem Froschkönig? Schockstarre, weil er mich gesehen hat oder was? Gerade ist er noch rumgewatschelt. Ich habe meine Bank gefunden. Ah, das ist gut. Aber ich werde mir jetzt gleich die Jacke drunter wegziehen, weil es wird jetzt warm. Aber erstmal ein Brötchen. Mahlzeit.
der Akku ist jetzt wieder aufgeladen. Jetzt trinke ich den Kaffee noch ein bisschen aus und dann geht's weiter. 15 Kilometer habe ich jetzt, 100 Höhenmeter ungefähr. Und wir haben 8:45. Aber ganz entspannt, mich treibt ja heute keiner. Also gestern hat es geschüttet wie Weltmeister und gewittert und alles mögliche. Und heute so ein geiles Wetter, finde ich richtig gut. Ich wollte gestern erst los, aber gut, dass ich es nicht gemacht habe. Aber was ich sagen muss, man merkt es, ich habe ja vorhin schon mal erzählt, ich habe jetzt eine Woche flach gelegen mit einer Erkältung, richtig. Und man merkt so ein bisschen jetzt, dass die Kraft noch nicht so ganz da ist, aber es hilft ja nichts. Langsam rantasten, dann wird das schon klappen. Ja. Skål. So, die Jacke habe ich mir jetzt drüber weggezogen. Jetzt geht es weiter in die Richtung. Auf sie geht, auf sie. Ganz schön kurbeln hier, aber es ist stetig und nicht so, ja, so steil auf einmal. Also es ist auszuhalten. Ja, es geht immer noch munter berghoch. Wundert mich eigentlich. Normalerweise ist es eine ziemlich stark befahrene Straße hier. So eine Verbindungsstraße. Aber irgendwie ist es meistens nicht los heute. Ja, ich finde es gut. Hinter mir kann man wahrscheinlich schon sehen, wie ich mich hochgekämpft habe. Knapp 300 Höhenmeter habe ich jetzt. Ich finde, ich habe mich schon ganz schön gut hochgekämpft. Und ich muss sagen, ist auch machbar. Der Wind ist nicht zu stark, nicht zu viele Autos. Klappt ganz gut. Habe ich nicht eben gesagt, ich hätte keinen Gegenwind. Ja, 100 Meter weitergefahren und schon bläst ganz schön von vorne. Aber ich glaube, ich muss ja gleich sowieso in eine andere Richtung. Wenn ich Glück habe, habe ich da Rückenwind. Jetzt muss ich erstmal Luft holen. Die erste Kuppe habe ich jetzt fast geschafft. Ich bin jetzt oben beim Bauernkamp. Entschuldigung. Ich bin jetzt beim Bauernkamp, komme ich gleich noch her, das kann man im Winter, gibt es auch so einen kleinen Skilift, ob es den noch gibt, weiß ich gar nicht, aber da kann man im Winter sich hochziehen lassen und dann mit Schlitten runterfahren. Mal Luft holen. Aber hier bin ich jetzt von einer kleinen Schautafel. Klimaerlebnisroute, da oben die extra Steine, da war ich ja vor 2 Wochen. Das Video könnt ihr euch auch noch bei mir auf dem Kanal angucken. Ja, und jetzt, heute wird es wahrscheinlich gehen in die Richtung, Richtung Eggeturm, da bin ich schon mal hingewandert, aber heute mit dem Rad. Ja, noch ein Minütchen durchatmen jetzt und dann geht es weiter Richtung Feld Rom. Es sind 3,2 Kilometer noch. Und auf meinem Navi ist zu sehen, dass ich den ersten Hügel jetzt gleich geschafft habe. Dann geht es ein bisschen bergunter und dann nochmal steil hoch. Aber das kriege ich auch noch hin. Alter Vater, das wird reingehauen, die letzten Meter hier. Boah, aber ein herrlicher Ausblick. Das ist ja schon mal viel wert. Ja, die Aussicht entschädigt natürlich für einiges hier oben. Aber nochmal, ich ziehe echt den Hut und habe Respekt vor echt allen Leuten, die sich sowas öfter antun und die, ja, die da hochrasen, so als wenn ich normal über einen normalen Radweg fahren würde. Also alle Hüte ab, wirklich. Super. Da hinten am Horizont kann man den Felmastod jetzt schon sehen.
Aber wie gesagt, Horizont ist noch eine ganze Ecke. Ich zoome mal raus. Und dann kann man sehen, jetzt geht es hier erstmal noch runter. Ja, und dann da hinten irgendwo mal wieder steil hoch. 3. Wow, das war jetzt eine coole Abfahrt. Die hätte ich mir auch verdient. Aber weil es so schnell ging, bin ich doch direkt an der Straße dran vorbeigeknallt. Jetzt muss ich mal eben gucken. Jetzt muss ich hier abbiegen. Hier geht's lang. Das gehört auch dazu. Ja, ich bin jetzt in Feldrom angekommen, im schönen Lipperland. Und selbst im Lipperland gibt es Paderborn-Anhänger. Jetzt bin ich am Punkt angekommen, da geht es beim besten Willen nicht mehr mit dem Fahren. Ich zeig's mal. Erstmal steil bergauf und dann noch ganz grober Schotter. Ich hoffe, das geht jetzt nicht allzu weit so. Naja, schieben. Beim besten Willen, das ist jetzt absolut fahrraduntauglich. Meine Güte. Aber alter Schwede, was ist das denn für ein Fahrradweg hier? Ich habe doch kein Mountainbike mit. Hui. Naja, weiter. Da hinten geht's noch weiter. Ein kleines Stück ist noch. Da geht's noch weiter jetzt. Ob hier wohl jemand schon ein Mensch mit dem Fahrrad hergeschoben ist, ich glaub's nicht. Ja, ihr habt es ja gerade gelesen. Auch nicht schlecht. Da sind die Grünkohlpflanzen jetzt. Ja, und Gras auch noch. Löwenzahn. Was das da ist, ja. Sieht für mich erstmal aus wie Blattsalat. Hier oben an der Messstation habe ich jetzt so halbwegs zivilisierten Bereich wieder gefunden. Ja, zumindest sind die Straßen schon mal wieder asphaltiert. Das gefällt mir schon mal. Geht es gleich hier rechts hoch, ist noch ein kleines Stückchen bergauf, oder müsste ich meinen Höhepunkt erreicht haben. Wir haben es jetzt, ja, 10:45, 10:50, so 11:30 müsste ich dann da oben sein. Und dann mache ich dann eine Mittagspause, die habe ich mir auch verdient. Auf geht's! Nach einer gefühlt halbstündigen Wanderung bin ich jetzt, glaube ich, oben angekommen. Ich mache jetzt hier ein kurzes Päuschen, ganz kurz die Beine entspannen und dann geht es noch weiter in die Richtung zum Aussichtsturm. Ich habe das höchste Etappenziel erreicht für heute. Der Velmastod. Müsste der preußische Velmastod sein. Jetzt wo ich ja schon hier bin, dann gehe ich auch mal hoch. Nehme ich euch mit. Komm. Ja, genauso wie ich vermutet habe, der preußische Velmastod. We'll be right back.
Ist das nicht eine Aussicht hier oben? Hammermäßig. Kleine Geschichte zum Felmastod kann ich erzählen. Das war früher, war das eine Militäranlage, eine NATO-Militäranlage. Und die wurde dann, ich weiß nicht, von 46 bis, keine Ahnung, 60, 67 war das hier eine Militäranlage. Und irgendwann haben sie sich darauf geeinigt, dass diese Militärgeschichte alles abgerissen wird hier oben, die NATO-Militärgeschichte, und eine Aussichtszone gemacht wird. Und das fand ich, das ist auf jeden Fall eine gute Idee gewesen. Also herrlicher Ort hier oben, bei dem Wetter. Ich war im Winter, habe ich eine Wanderung hier hoch gemacht, da habe ich auch ein Video auf meinem Kanal, da sah das irgendwie alles ganz anders aus. Aber so ist auch schön. So, jetzt mal eine kleine Pause. Kleine Änderung, ich bin jetzt noch nicht zu der Hütte gegangen. Hier ist ein Stein, da setze ich mich jetzt drauf, hier ist ruhiger. Ist ein Brötchen und nicht weiter. So, Pause habe ich fertig, habe jetzt zwei Brötchen gegessen, was getrunken und jetzt geht's bergab, so laut Karte zumindest. Kilometermäßig habe ich auch noch nicht viel, das waren jetzt 20 Kilometer vielleicht, also noch nicht das meiste, aber werden auch insgesamt nur 40, aber dafür ging es ja auch steil bergauf. Aber es ging ja nicht um die Kilometerleistung, sondern einfach ums Fahren. So, im Hintergrund jetzt noch der Felmastod, der preußische, macht gut, jetzt geht's weiter. Wenn ich mir jetzt das Gefälle so angucke, gefällt mir das. Ja, allerlei Wanderwege hier oben. Und ich mit dem Fahrrad auf dem Wanderwegen. Aber auch egal. Zunächst an Stein. Da war ich ja vor 2 Wochen. Da habe ich auch ein Video von gemacht. Könnt ihr euch angucken. Da muss ich ja jetzt nicht mehr. Jetzt geht es für mich erstmal so grob Richtung Bad Driburg. Das ist das Schöne, wenn man sich irgendwo hochquält, da geht es meistens auch irgendwo wieder runter. Das finde ich gut. Das waren jetzt schon mal schöne 3,5 Kilometer. Schön bergab, aber ich muss sagen, im Wald hier ist ganz schön frisch schon. Nicht schon, noch. Und wegen meinem Männerschnupfen ziehe ich jetzt die Jacke lieber mal wieder drüber, bevor ich mir jetzt den nächsten weghole. Da habe ich nämlich jetzt gar keinen Bock dran. Wir haben es zwar, glaube ich, 15 oder 17 Grad mittlerweile, aber nee, bei so steilen Abfahrten, da ist es besser mit einer Jacke. So. Aufi! Bis Altenbeken jetzt noch 4 Kilometer, das ist mein nächstes Ziel. Und schwuppdiwupp schon in Altenbeken. 250 Höhenmeter habe ich jetzt schon wieder verloren. Und jetzt stehe ich vor dem imposanten Werk hier hinter mir. Ja, die Lok, die war von 1947 bis 76 aktiv. Und dann haben so Eisenbahnfreunde aus dem Kreis hier, haben die sich hier hingeholt und renoviert und dann hier das Eggemuseum gegründet damit. Die alte Dame hat 1,5 Millionen Kilometer auf deutschen Schienen schon hinter sich gehabt, bevor sie dann hier hingeschleppt haben. Und die hatten ein betrachtliches Gewicht von 140 Tonnen knapp. Schon interessant. Sieht gut aus. So, jetzt geht's weiter zum Viadukt. Und schon die nächste Sehenswürdigkeit. Lass das Auto vorbeilassen. Jetzt bin ich am Viadukt angekommen. Altenbekener Viadukt. Halt rum. Da ist er.
Ja, das ist immer das Problem. Wenn es einem so schön gefällt, vergisst man die Zeit immer. Das habe ich gerade auf die Uhr geguckt. In einer halben Stunde muss ich meine Tochter von der Schule abholen. Aber das sollte ich schaffen. Es sind zwar noch ein paar Hügelchen dazwischen, aber so weit ist es nicht mehr. Naja, auf Wiedersehen. Links weiter Richtung Neuenbeken. Hab nix. Hast doch genug Gras. Mach dir erstmal die Fliegen weg, genau. Ja, ist natürlich während der Fahrt ist mit der GoPro natürlich viel besser zu filmen. Na, ich bin mal gespannt, was da rauskommt. 10 bis 12 Tage soll es insgesamt dauern. In der Garantie ist er ja noch. Mal gucken, lass mich überraschen. Was ich eben gezeigt habe, das war der große Viadukt in Altenbeken. Und jetzt da vorne ist jetzt der kleine Viadukt kurz vor Neuenbeken. Da sieht man ein Stückchen. Ich bin auch gerade 10 Sekunden zu spät gekommen, ist gerade noch ein Zug drüber gefahren. Neuenbeken. Durch Neuenbeken bin ich jetzt durchgeflogen. Da wollte ich noch zeigen, von hier oben kann man ungefähr sehen, wo ich heute hergefahren bin. Also quasi da hinten noch weiter rein. Und dann hier lang rüber oben über die Wipfel. Immer weiter, weiter, noch dahinter auch noch. Dann bin ich dann da hinten wieder in den Altenbeken reingekommen. Neuenbeken liegt unten, ging es wieder hoch. Und jetzt bin ich hier oben. Jetzt der nächste Ort ist jetzt Bennerhausen. 1 Kilometer noch und von da sind es dann ungefähr noch 2 Kilometer bis zum Parkplatz. Ja, das wird die letzte Abfahrt für heute sein. Durch Bennerhausen bin ich jetzt auch durch. Jetzt habe ich es nicht mehr weit bis zum Auto. Müsste da hinten schon, da hinten müsste das Auto stehen. Ja, der Akku von der Kamera ist hier im Moment leer, deswegen will ich mal eben die Aufnahmen beenden. Übrigens, da hinten im Hintergrund sieht man den Dom von Paderborn schon. So, liebe Leute, ich bin angekommen. Just in time. Eigentlich müsste ich jetzt schon bei meiner Tochter sein, aber schnell das Fahrrad drauf und dann geht's los. Ja, ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Wenn ja, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.